Test, Test, hallo? Bin ich zu hören? Ja. Test, Test. Ja, ich will nur sehen, ob das Ding ausschlägt in Bandicam. So, willkommen zurück. Jetzt aber nochmal richtig. Das war jetzt Kacke. Weißt du was, damit das Sinn macht, damit ihr das versteht, werde ich einfach das, was jetzt bis jetzt passiert ist, weil noch nicht wirklich was passiert ist, werde ich einfach hinten dran hängen. Dann als Ankündigung davon, ich hatte mein Mikro nicht an. Das habe ich jetzt erst angemacht. Das ist jetzt gerade so ein Bullshit-Video für zwischendurch. Marc ist mit dabei im Discord. Guckt hier gerade zu. Jeder von uns hat sich ein Horrorspiel von GameJolt ausgesucht. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal. Einfach so aus Langeweile. Und ich Oh. habe eben schon gesagt, ich finde das so krass, dass ich hier, das könnte ich im Real Life nicht, einfach so im Standard drüber hüpfen. Also das sind jetzt so 3 Minuten oder so, die werden hinten dran geschnitten, wo ich nicht zu hören bin und nur der Markt zu hören ist. Tja, weil du einfach dein Mikro ausmachst. Zaragoza, 27 dahin. Ne, warte, ich gehe jetzt aber 27 erstmal hier war's. hin. Ja, das stand da nicht. 27 Bananen. Ja, toll. Ja. Na gut, du bist ja auch in Spanien, da ist das alles So, anders. das Set kann ich ranzoomen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Fear the Woods heißt das Spiel. Weiß es nicht, soll man in den Wald gehen, soll man die Straße lang? Hier ist anscheinend irgendeine Wutz, die durch den Wald läuft, und vor der habe ich Oh Angst. Gott, der war echt schlecht auch. Oh. Also hier geht's relativ weit im Die Gegensatz zu der einzigste anderen Wutz im Wald Richtung. bist du. Im Gegensatz zu der anderen Richtung geht's hier tatsächlich. Okay, hier ist eine Wand. Hört da nicht die Straße auf? Weil da stehen Bäume. Ja, hier hört die Straße irgendwie auf und hier ist eine unsichtbare Wand. Also musst du in den Wutz. Das ist aber doof. Wäre es eigentlich besser, wenn ich wieder zum Auto gehe und dort in den Wood, oder? Weil ich sehe hier drumherum irgendwie nichts. Da ist doch was. Links. Dreh dich nochmal nach links. Aber das sind Da. doch nur Berge, oder? Ach, das sind Berge. Also würde ich jetzt sagen, guck mal, das geht bis dahin, deswegen. Ja, dann sind das Berge. Wahrscheinlich da bei dem Auto, wo dieses eine Plakat hing von dieser Kirche oder was das war. Ja, wo ich eigentlich alles vorlesen wollte, aber man hat mich ja eh nicht gehört. Nein. Ja, ich habe Bleibt den nämlich. Leuten wenigstens ein schlechtes Spanisch erspart. Ja, ich habe nämlich Voice Mod ausprobiert und da hatte ich das noch eingestellt, aber da das Programm aus ist, kann davon das Mikro natürlich nicht mehr aufgenommen werden. Deswegen musste ich jetzt mein eigenes Mikro wieder einstellen. Gut, Sehr traurig. dass der Marc das gesagt hat. Tja, so bin Ich ich zu dir. hätte nicht dran gedacht. Das wäre doof gewesen. Mich nicht jetzt. Okay. Ah. Okay. Auf geht's in die Wutz. Also bis jetzt ist da noch nichts Schlimmes passiert. Oh Mann, hier pfeift doch mein Anus. Ah, du Sau. Gott. Aha, Holz. Ob das so ein Slender-like-Spiel wird? Das sind Grabsteine oder so. Ja, es sind aber ziemlich kleine Grabsteine, also. Da wohnen vielleicht auch kleine Menschen. Geht mir bis zum Knöchel. Hier ist. Tja, wo geht's weiter? Da ist ein Turm! Da ist ein Turm, ja. Aha, und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf. Was Das ist ist eine das? Lampe, oder? Ja, Kerze. Okay, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ach, warum? Du weißt, wie ich bei Horrorspielen bin. Du weißt, wie ich bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, als dürfte ich hier nicht hin. Desaparecidos. Verschwundene Kinder wahrscheinlich heißt das, ne? Aha, das ist George Garia, das ist Antonio Gomez und das ist Maria Marque. Marque, irgendwas. Interessant. Das kann ich aber nicht aufmachen. Nö. Warte an. Komme ich auch nicht rein. Ist auch gar nichts drin da drin in dem Haus. Oh nee. Ah, es Irgendwie nicht läutet. so richtig.
Aha. Hä? Achso, weil hier so ein Hügel ist, bin ich abgerutscht. Ich dachte schon. Ist das gewollt? Ich glaube schon, ja. Das ist aber strange hier. Also wer hält mitten in der Nacht in einem Wald an und klettert einer alten Kirche aufs Dach? Das wüsste ich auch. Da ist ein Vogel! Oh. Warum ist ein Vogel hier? Das ist ein bisschen suspicious. Das ist ein weißer Vogel, oder? Das soll ein Rabe sein, glaube ich. Rabe? Sieht nicht aus. Oh Gott, er ist im Dach verschwunden. Ich glaube, man soll doch nicht aufs Dach. Upp, abgerutscht. Bringt doch eh nichts. Ja, irgendwie. Tür kriegst du nicht auf. Nee, also ich hab. Ich geh doch mal weiter in den Wald. Und eh probiert. Hm. Warum auch immer. Ich schwöre, ich hab Schritte rechts von mir gehört. Hä? So ein Knacken, das höre ich die ganze Zeit schon. Ich drehe mich als im Zimmer um, weil ich denke, neben mir steht jemand, aber. Ach so. Da ist okay. Keiner. Oh, Kerze. Die brennt. Nee. Aber da taucht unten was auf, wenn ich das schreibe. Necesito un mechero para incenderia. Incenderia, incinerate, anzünden. Aber könnte sein. Ich hab nichts dafür. Doch einfach. Folgt doch einfach mal den Weg. Guck mal, da ist doch schon was. Irgendwie ist das Spiel strange. Englische Sprache. Da liegt ein Schlüssel. Oh, gut. Oh. Ein Schlüssel. Was? Ein. Nichts. Da ist der Vogel schon wieder. Oh mein Gott, ein bisschen komisch. Ich denke aber, jetzt kann ich wieder in die. Jetzt kann ich die Kirche bestimmt irgendwo. Ja, irgendwas muss ja jetzt passiert sein. Also, das ist komplett auf Spanisch. Das ist ein bisschen problematisch für mich. Ja. Ich bin der Sprache halt auch nicht gerade mächtig. Ja. Ist nicht so. Nee. Mehr als Deutsch und Englisch kann ich auch nicht wirklich. So eine dritte Sprache wäre vielleicht schon ganz nützlich manchmal. Oh Gott. Aha. Jetzt kannst du einfach durch die Tür gehen. Ja. Hm. Steht was? Da steht der Pfarrer bestimmt. Oh Gott, nein! Die sind immer so gruselig. Nö. Der brattelt. Hallo? Alles okay? Naja, sieht ein bisschen krank aus, der Kerl. Oh no. Ah, Benzin für dein Auto, ha? Huh? Ja, der verfolgt dich doch jetzt. Bestimmt. Weil sich einfach sein Benzin klauen lässt. Ich hätte zuerst in den Glockenturm schauen sollen da oben. Da ging ja die Treppe hoch. Ja. Aber ich habe jetzt gerade Angst, mich umzudrehen oder zurückzugehen. Irgendwas wird jetzt eh gleich fehlen und du wirst wieder zurück müssen. Bestimmt. Wie es ja immer ist. Zündkerze oder so, vor allem finde ich die Straße. Aber wo ist denn die Straße? Hier. Da ist sie. Wo ist das Auto? Ah. Ich weiß nicht. Nee, andere Richtung steht der Wagen. Ja. Guck, da ist die Säule. Okay. Da ist dein Auto. Boah, mit diesem Gekrissel sieht man aber auch kaum was. Was zur Hölle läuft da hinten? Ist nicht. Sieht gruselig aus. Ich kann jedenfalls nichts machen. Ich weiß nicht, warum hier so schwarz da unten ist. Ja, weil du gleich angeschrien wirst. Okay, jetzt steige ich in mein Auto. Nein, hä? Ich bin zurück. What? Hä? Warte mal kurz, jetzt habe ich das so gemacht. Moment. Das ist also irgendwie so.
dass ich verloren habe. Also war das mit dem Benzin nicht richtig? Okay, ich verstehe. Ja, ich geh jetzt noch einmal den Glockenturm hoch. Wenn du das Auto anklickst, steht doch da, er sollte nach Benzin suchen. Guck. Sind Gasolina. Ja, aber... Vielleicht ist das ja so gewollt vor dem Spiel, dass du dann geholt wirst. Kann sein. Ich gucke jetzt aber, ob ich da rein kann. Ansonsten muss ich wahrscheinlich den Schlüssel jetzt erst wiederholen und dann gucke ich nochmal in den Glockenturm und dann beende ich das hier und dann... Da lässt der Pfarrer die Glocken läuten. Ja. Und dann bist du mal dran. Oh Gott. Was hast du dir denn für ein Spiel ausgesucht? Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Werden wir gleich erfahren. Wie, du weißt doch nicht? Du hast doch... Okay. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich habe einfach nach dem Bildchen geguckt. Mir sind doch die Namen egal. Solltest du langsam wissen. Ich glaube, du... Nee? Ah. Okay, also hast du doch noch nicht verloren. Ja, lass den mal machen. Okay, da ist nix. Aber es geht noch höher. Oder auch nicht. Nö. Irgendwie na nicht. Na gut. Whee! Ne, jetzt das Benzin wieder dort. Also, Moment, aber der Schuss war doch dann für was anderes, wenn ich so da durch konnte. Warte, ich hab die Tür mit... Nee, hä? Hä? Da müsste der Schlüssel ja jetzt da liegen, aber das glaube ich nicht. Mal gucken, das war irgendwo hier, richtig? Ja. Was ist das denn für eine Kacke? Ich habe keine Ahnung. Hey, guck, den hast du nämlich. Komisch, aber dann... fehlt doch noch irgendwas, oder? Irgendwie, ja. Da liegt noch einer. Sierra de la Iglesia... was? Da ist es. Geh nochmal zu dem komischen Pfarrer, aber... Ich guck mal, was es noch so hier im Wald gibt jetzt. Guck mal hier unten hin. Stimmt, da kann ja auch was sein. Gruselige Waldsachen. Ja. Zum Beispiel irgendein Typ, der 2 Meter hoch durch den Wald hüpft. Da ist zu. Da ist die Wand. Kann ja nicht mehr. Und Schlittschuh fährt dabei. Ja. Aber ich habe Schlüssel und ich habe Benzin. Also ich wüsste nicht, was mir jetzt noch fehlt. Du sollst ja auch Benzin holen. Steht zumindest da. Ja, egal. Geh nochmal ins Auto. Wenn es dann wieder so macht, dann keine Ahnung. Dann ist das so. Hm. Wie hoch der Junge hüpft. Ja. Ist schon beachtlich. Das mal im Sportunterricht hingebracht. Ja, schon krass. Ich kann höchstens noch mal sehen, ob ich mit dem Schlüssel und mit dem Gas bei der Säule was machen kann. Na, glaube ich nicht. Du kannst ja mal ausprobieren. Du steckst den Schlüssel da rein und betankst das Ding und fährst mit der Säule nach Hause. Ja. Ram bam 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 bam. Ram bam 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 bam. Genau so. Warte, da liegt ja, aber da liegt. Ach, das sind die Kinder. Ja. Ja. Kein Empfang. Tut, tut, tut. Ja, dann. Nee, die andere Richtung kann ich gar nicht. Ja, dann soll das wohl so. Keine Ahnung. Okay, dann setze ich mich jetzt in mein Auto und fahre weg. Okay. Hüpf und hüpf. Hüpf und hüpf. Und hüpf. Und oder muss ich das Benzin vorher irgendwo einladen erst hier? Ich sehe gar das nichts. Das Ding hat keinen Tankdeckel.
kann... Hä? Nicht. Jetzt geht's nicht? Nein. Okay, vielleicht soll das so sein. Du hast das Benzin, du hast den Schlüssel. Ja. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich auch nicht. Dieses Knacken rechts macht mich nervös. Ich hätte gerne englische Untertitel. Ja, das würde die Sache erleichtern. Warum sitzt der Typ vorne am Altar und betet? Keine Ahnung, ich sag nur mal Hallo zum guten Pater Elias hier. Ja. Es muss doch noch bestimmt irgendwas hiermit zu tun haben, oder? Na, guck mal, Incendiaria, also Incinerate, also anzünden. Vielleicht steht da unten Matches. Ja, deswegen, ich brauche irgendwas, um die anzuzünden oder so. Aber was weiß ich, wo ich die hier finden soll? Kannst du dem ja eine Kerze von seinem Ding klauen? Ich glaube, dann geht er bestimmt auf mich los. Naja, irgendwas muss ja passieren, um den zu triggern, oder? Er ist weg. Jetzt bekomme ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Guck mal nach rechts, also links jetzt. Da, ach ne, das ist nur ein Fenster, ich dachte es wäre eine Tür. In dem Regalen, da liegt nichts. Gerade eben der Glockenturm hat doch jetzt geläutet, vielleicht ist er ja gerade hier oben. Stimmt. Bringen die Dinge, die machen. Da liegt doch was, oder? Nee, das ist nur noch. Auf jeden Fall tut sich was. Ja, aber was? Weiß ich nicht. Erst kam so eine komische Sequenz beim Auto, jetzt ist der Kerl weg. Hä? Vielleicht ist er jetzt beim Friedhof. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Weil sonst wüsste ich nichts. War der nicht hier irgendwo? Ja. Keine Ahnung. Ich finde den Friedhof nicht mehr. Doch, hier. Tja. Pater? Bist du hier? Hallo? Abel Espanol? Nö. Bei den komischen Gastanks? Ich meine... Stimmt, dann wäre er ja der... stimmt, spanischer wäre er ja der Padre. Stimmt. Padre Fernandes? Hola? Ach nee, wie heißt das? Siesta, hä? Macht der gerade Siesta? Kann das sein? Nee, es ist ja nachts. Nachts gibt's keine Siesta. Ah, Nachtsiesta. Das macht keinen Sinn. Siesta ist ja, dass er die heißesten Stunden des Tages überschlafen. Muss ja keinen Sinn ergeben. Immer nach rechts. Ne, nach dort unten, da war doch, da sind wir schon lang gegangen, da war dann irgendwann mal, zu Ende. Wenn du einfach in die Richtung da gehst, als. Oh oh. Aha, es kommt was Böses. Hä? Ich weiß nicht. Tut sich was, es wird böse. Ich kapier das aber nicht. Wo ist denn jetzt gelandet? In einem See oder was? Ich hab keine Ahnung. Schön, nix verstehen. Was genau? Ich nix verstehen. Was soll das bedeuten? Alter, ich hab keinen Schimmer. Alter, das ist so ein Kack. Ich glaube, jetzt werde ich gleich sterben, oder? Hier ist noch so eine Kerze. Ja, also irgendwas. Okay. Ja, okay, du bist gestorben, aber.
Ja, gut. Ich hab das jetzt nicht verstanden. Cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier heute erstmal. Oh Mann. Naja, du kannst sehr, sehr hoch springen. Genau. Oh Gott. Oder musst du einfach in den Wald oder so? Keine Ahnung. Ist ja gruselig, nachts im dunklen Wald, ne? Also. Ist halt nur die Frage, was soll da passieren? Oh Gott! Ha. Probier's mal aus. Sauerei. Ach, da hängt ein Zettel. Aha. Ich glaube, du musst da hin. Was machst du denn? Oh Gott, gib's auf, gib's auf. Ja, dann sind wir noch in 3 Stunden dran. Oh Mann. Glaub schon. Es ist eine Telefonsäule. Ja. Nee. Nee. Willst du da was machen? Ah. Das ist eine Lüge. Hast du das auch wieder zurückgestellt auf das richtige Mikrofon? Nicht, dass man dich überhaupt nicht hört. Ich höre dich immer noch. Die Dinger, genau, dass man sieht? Ja, sieht man. Okay, dann herzlich willkommen zum zweiten. Der Marc ist jetzt dran. Der Spiel, der hat sich Inside ausgesucht. Der Name sagt mir schon was. Also es gibt ein Spiel, das Inside heißt, dass es auf Steam gibt, aber das ist wohl was ganz anderes. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es hier geht. Ich habe einfach mir die Bildchen angeguckt und man saß unter einem Küchentisch und da dachte ich, ja, warum nicht? Okay, dann probier's mal aus. Okay, oha. Oh, E, C, F, C. Oh, das ist zu viel. Sogar ein Inventar, ach du Scheiße. C, make noise. EMF-Meter ist auf Z. Okay. Vier Enten. Ja, komm. Egal, wir probieren es mal. Keine Ahnung, wir werden eh gleich sterben. Ah, siehst du. Gestorben, Game Over. Okay, irgendwas passiert. Da ist ein Schuh. Bisschen Blut. Leiche. Sollte ein Schuss sein, ha? Huh? Ich schätze schon. Die Musik ist toll.
Bewegt sich. Ja. Für die Leute, die gerade zuschauen, ist jetzt ein bisschen komisch. Ich nehme das, ich habe quasi, er überträgt es über Discord und ich habe seine Videoübertragung als Pop-Out-Fenster geöffnet und das jetzt bei OBS eingestellt, um das so aufzunehmen, weil sonst haben wir keine Ahnung, wie die Details. Ja, es ist ein bisschen kompliziert sonst. Okay, okay, es geht los. Okay, alles klar. Ich schlafe in einem blutigen Bett, gut. Ja, okay, okay, jetzt besser. War das gerade bei dir gerade auch so ruckelig? Ja. Okay, ich dachte schon, das leckt wieder eine Übertragung, wie als ich beim Metro gesehen habe. Okay, was ist da drin? Blut. Hm. Auch Blut. Da liegt ein Schlüssel. Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Also sind aber langweilige Kühlschränke. Ja, die sind jetzt nicht so krass. Oh, was ist das? Ein EMF-Meter. Z. Y wahrscheinlich, oder? Nee. Also Z oder Y müsste es sein. Kommt auf das Tastatur-Layout auf aus. Hide it. Aha. Eine Taschenlampe. Oh, die geht. Die geht. I need to hide it. Ist das ein Schredder? Sieht so aus. Ein Grinder. Gott. Gut. Gehen wir einfach mal hier durch, ja? Ja. Wahrscheinlich zum Verstecken, ha? Ja, sieht so aus. Was passiert, wenn ich auf Z drücke, aber? Eigentlich müsstest du doch dann das EMF-Meter rausholen. Okay, jetzt machst du Geräusche mit C. Ich räuspere mich. Ja, also Z wäre normal und Y wahrscheinlich dann unser Tastatur-Layout. Nee, auf Y passiert gar nichts. Okay. Aber wenn ich Z drücke, dann macht er so ein Geräusch, pass auf. So ein Klacken. Mhm. Keine Ahnung. Schauen wir mal weiter. Das hat sich nicht wie ein Waffenschuss angehört. Oh. Hey, das ist der vom Titelbild. Den nehme ich mal mit. Aha. Stört dich nicht mehr, oder? Brauchst du ja auch nicht mehr. Sonst noch irgendwas Schönes hier, ne? Im Schrank? Auch nicht? Na gut. Ich denke, der Schrank wird wohl nur so zum Verstecken sein. Ah, der wird jetzt gleich aufstehen und mir auf den Sack gehen. Ja, mit Geräuschen lockst du den an oder lockst den irgendwo weg und dann kannst du dich im Schrank verstecken. Ich hab doch einen Key. Aber anscheinend nicht der richtige. Aber du kannst durchgucken, das ist immerhin schon mal nicht schlecht. Irgendein Zettel da drin. Ah. Komischen Tagebücher interessieren mich nicht. Mal wissen, wann er mich erschreckt, wann er wieder hier einen auf krass tun will. Ich weiß. Ja, ich glaube, Licht ist angegangen, oder? Hm. Aha, das Esszimmer. Krass. Und das. Für eine Uhr.
Kidnap? Was geht denn bei dem? Ja, okay. Oh Gott, was ein Quatsch. Die kommt ja um die Ecke. Swiggy Swoody. Alter, was ein Scheiß. Ja. Okay. Das war nicht ganz so gruselig. Ich glaube, das hätte ich auch aufnehmen können für ein Horrorspiel. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, okay, das wird gleich richtig assi, aber ne. Probier nochmal Z jetzt. Nee, tut sich nichts. Wahrscheinlich kannst du den damit dann irgendwie aufspüren, dass du weißt, okay, der ist irgendwo in der Nähe, aber scheint nicht so richtig zu funktionieren. Need to switch die Power. Ach, und wenn ich Power geswitcht habe, kommt der. Das war ein Gunshot. Gehört. Mhm. Wo war dein Schlüssel, Kollege? Hier, ne? Ja, naja, Junge. Und auf der anderen Seite waren die Münzen. Ja, ja. Zup. Dankeschön. Sobald du die Power angemacht hast, bewegt er sich durchs Haus und dann reagiert er wohl auf Geräusche. Also wahrscheinlich, wenn du eine Tür aufmachst. Ah, oder das ist der Key für die Powerbox. Den ich da ihm abgezogen habe. Jetzt habe ich Power gemacht. Jetzt kann ich mein Licht ausmachen. Jetzt sind doch die ganzen Holzbretter überall weg. Ja, jetzt klaue ich ihm... Ich glaube, das macht Lernen, das lockt ihn an. Found the gym. Sieht er uns ja nicht. Komm, wir husten mal. Weiß ich nicht, der ist doch genau auf dieser Höhe. Aber ich sitze unter einem Tisch, hallo? Guck. Jetzt sucht er die Umgebung nach dir ab, okay. Ach, wie der läuft. Der ist voll krass. Aber mein EMF-Reader kann ich nicht benutzen. Wo gehst du hin, Junge? Jetzt hast du ihn angelockt und der geht dahin. Jetzt kannst du quasi hier rechts weiter zum Beispiel. Weil du ihn jetzt quasi weggelockt hast da. Ich glaube, hier diese Tische, die gehen nicht zum Verstecken. Ich glaube, es muss schon so ein größerer Tisch sein. Geh mal kacken. Ich hab da mein Ding in der Hand, aber. Kann die nicht ablassen, die wird jetzt überlaufen. Jetzt vielleicht? Egal. Ha! Aha! Ha! Und was genau bringt das jetzt? Liegt da irgendwas drin dann? Mit Sicherheit. Bleib bloß weg, kleiner Mann. Wahrscheinlich irgendein Schlüssel oder so nochmal. Ein Stück. Glocke. Genau, und irgendwo hattest du den Stundenzeiger gefunden in einem Raum. Im Essenszimmer, glaube ich. Gucken, wo die halbe Portion ist. Der ist ja hier reingesneakt. Ich glaube, hier stand auch die Uhr. Oh Gott, hat mich das erschrocken, Alter. Hast du Angst vor dem halben Kopf da? Alter, das hat mich ganz schön erschrocken. Alles still und dann quietscht er um die Ecke. Oh, der hat eine Knarre. Ja, aber der hat es sich drum gebracht. Kann ich die... Gibst du mir die? Ja! Ich habe sie ihm abgezogen. Wo ist denn die? Da. The Story Items. Geh weg. Alter, quietscht er um die Ecke und erschreckt mich. Jetzt hören wir ihn nicht. Ach, nur wenn du das Ding draußen hast. Wenn ich das Ding draußen hab, dann höre ich ihn. Oh, warte, aber das macht auch Geräusche und deswegen bleibt er hier, weil er das hört. Jetzt hört er nichts, jetzt müsste der eigentlich gleich weglaufen. Hau mal ab. Oder er hängt gerade fest. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Der killt dich ja nicht mit einem Mal, der tut dir ja nur weh, der zieht dir ja Leben ab. Kannst du ja mal kurz, genau, hier mal gucken. Ah ja, okay. Er kann sich ja doch bewegen. Ja, jetzt haut er ab. Genau, der hat nur kurz da gehangen. Piss dich.
Ist das ein Scheiß? Also die KI ist schon super. Was macht er da? Der macht einen Beat. Ling, 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 ling. Ist ja cool. Ciao. Na, okay. Nicht so Premium, das Game. Nee, nicht so wirklich. Okay. Na, was soll's. Beenden wir es hier, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.